In diesem Film will ich von einem Missionar erzählen, der aus Burghaslach stammte. Er ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Sein Name ist Georg Bammler. Ich habe Nachkommen von ihm kennengelernt. Eine Enkelin, Heimtraut Walz, geborene Vizedom, ist mit dem Missionar Klaus Walz verheiratet und lebt mit ihm in Neuendettelsau im Ruhestand. Ein anderer Enkel, Kurt Vizedom, lebt in Heilsbronn. Er erinnert sich, dass er als kleiner Bub immer wieder in Burghaslach Verwandte besucht hat. Darum geht er davon aus, dass sein Opa, Georg Bammler, in der Nürnberger Straße 11 auf die Welt kam. Das war am 17. Januar 1868. Der Vater von Georg Bammler hieß Johann Bammler und war Bahnbeamter. Er stammte aus Vohnstrauß in der Oberpfalz und heiratete Anna Esther Mirus aus Burghaslach. In der Nachbarschaft wohnten jüdische Familien. Die alte Synagoge befand sich in derselben Straße. Den jüdischen Friedhof gibt es heute noch in Burghaslach. Er liegt auf einem Hügel, von dem aus man gut zur Kirche hinunterschauen kann, in der Georg Bammler getauft wurde. Schon in jungen Jahren wuchs in Georg Bammler der Wunsch, Missionar zu werden. Wie es genau war, ist nicht bekannt. Bei Johann Flierl, einem anderen Missionar, war es so, dass sein Lehrer Calver Missionskinderblättchen an die Schüler verteilt und von der Mission geschwärmt hat. Schon mit 9 Jahren wollte Johann Flierl Missionar werden und das Evangelium zu den Heiden bringen, wie man damals sagte. Ich denke, dass es bei Georg Bammler ähnlich war. Menschen haben ihm die Liebe zu Jesus vermittelt. Weil ihm Jesus so viel bedeutete, zog es ihn gleich nach der Schule mit 14 Jahren nach Neuendettelsau. Dort im Missionsseminar wurde er zum Missionar ausgebildet. Mit 18 Jahren war er fertig. Danach verbrachte er noch ein Jahr zu Hause. Im Sommer 1887 reiste er dann mit einem Schiff mehrere Wochen lang ans andere Ende der Welt, nach Neuguinea, Richtung Australien. Denn in Neuguinea wurden Missionare gebraucht. Die Menschen dort hatten noch nie etwas vom Christentum gehört. Dort war Johann Flierl ein Jahr zuvor, 1886, als erster lutherischer Missionar angekommen. Flierl war 10 Jahre älter als Bammler. Er hat Georg Bammler ein paar Wochen nach seiner Ankunft in Simbang ordiniert, das heißt als Pfarrer und Missionar eingesetzt. Georg Pfalzer, ein anderer Missionar, legte ihm auch die Hände beim Segen auf. Der Anfang der Mission in Neuguinea war sehr schwer. Nicht nur, weil die Missionare oft krank wurden und Fieber bekamen wegen Malaria. Die Missionare waren zuerst überhaupt nicht willkommen. Die Einheimischen mit ihrer dunklen Haut waren misstrauisch gegenüber den Fremden. Sie hatten noch nie Menschen mit einer weißen Hautfarbe gesehen. Sie kannten keine Bücher und konnten folglich weder lesen noch schreiben. Darum dachten sie, die weißen Männer kämen aus dem Geisterreich. Aber warum haben sie das Geisterreich verlassen? Fragten sich die Leute. Hatten sie dort nichts mehr zu essen? Oder haben sie etwas angestellt und sind abgehauen? Das zeigt, wie völlig fremde Welten aufeinander trafen. Wenn man die Missionierung der Franken mit der Mission in Neuguinea vergleicht, dann entdeckt man ein ähnliches Vorgehen. Die Missionare mussten zuerst eine Station aufbauen,
Häuser zum Wohnen, Gärten für die Ernährung, Ställe für das Vieh. Bei der Missionierung der Franken waren das Klöster samt einer Schule. So war das mit Lioba in Tauberbischofsheim oder mit Thekla in Ochsenfurt und Kitzingen. In den Klosterschulen wurden Kinder meist aus wohlhabenden Familien unterrichtet. In Neuguinea waren es Missionsstationen mit Häusern für die Missionare und einer Schule. Für die Eltern der einheimischen Kinder war es ungewohnt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Das kannten sie nicht. Sie wussten auch nicht, wofür das gut sein soll. In Simbang half Georg Bammler mit, die erste Schule aufzubauen. Auf diesem alten Foto ist er rechts hinter Schülern zu sehen. Am rechten Rand erkennt man eine Leiter. Auch dieses Schulgebäude steht erhöht. Die hintere Reihe der Schüler sitzt sozusagen auf dem Fußboden der Schule. Die Deutschen nannten sie eine Kostschule, weil die Kinder dort auch etwas zu essen erhielten. Das war ein Anreiz, dass sie überhaupt kamen. Die Kinder halfen wiederum den Missionaren, ihre Sprache zu lernen. Die Erwachsenen bekamen von den Missionaren manchmal nützliche Geschenke wie Äxte oder Sägen. Das erleichterte ihnen die Arbeit sehr, denn die Buschhütten, die sie bauten und in denen sie lebten, hielten nur einige Jahre. Dann mussten neue Holzhütten gebaut werden. Weil es in Neuguinea oft und viel regnet, hat man die Hütten schon immer auf Stelzen gebaut. Durch dieses Zusammenleben mit den Missionaren wuchs langsam Vertrauen bei den Einheimischen. Ohne dieses Vertrauen wäre es nicht möglich geworden, den Einheimischen etwas von Jesus und vom christlichen Glauben zu erzählen. Im Lauf der Zeit hat sich für die Menschen in Neuguinea vieles zum Besseren geändert durch die Mission. Die verfeindeten Stämme schlossen miteinander Frieden, weil der neue Glaube an Jesus Christus sie miteinander verband. Sie konnten sich endlich ohne Angst frei im Land bewegen. Die Blutrache wurde eingedämmt. Kannibalismus und die Tötung von Zwillingskindern hörten auf. Genauso führte die Entmachtung der Ahnen und Geister, der Hexerei und der Zauberei dazu, dass die Menschen angstfreier leben konnten. Sie mussten nicht mehr Angst davor haben, dass sie mit einem bösen Zauber belegt werden, denn das hat die Mission verboten. Die Deutschen haben in Papua-Neuguinea in der Regel einen guten Ruf, besonders unter den Lutheranern, denn aus dem Land Luthers, aus Deutschland, kamen die Missionare und brachten das Licht des Evangeliums. Sie setzten sich mit ihrem Leben für die Menschen ein, erlernten die einheimischen Sprachen, errichteten Schulen und gaben praktische Kenntnisse weiter. So führten sie auch die Kaffeepflanze ein. Mit dem Anbau von Kaffee können sich viele bis heute etwas dazu verdienen. Nachdem Georg Bammler eine Zeit lang in Simbang mitgearbeitet hatte, gründete er zusammen mit Karl Tremel seine erste Missionsstation auf der Insel Tami 1889.
Wir sind hier auf der Garteninsel, sehen das Haus Bung mit traditionellen Motiven, verzierte Säulen, die Elementarschule, hier die Kirche St. Tremel von 1889, kam hier Tremel an. Auf der Insel lebten freundliche Fischer. Sie hofften, dass die Fremden ihnen helfen, ihre Schnitzereien und ihren Muschelschmuck zu verkaufen. Ich war mit meiner Frau auf dieser Insel. Die Menschen leben dort fast noch so einfach wie damals, als die Missionare zu ihnen kamen. Wir hatten auch Zeit, um im warmen Meerwasser zu schnorcheln. Die Korallen wachsen direkt vor dem Strand im flachen, warmen Wasser. Beim Schnorcheln konnten wir viele kleine, bunte Fische beobachten. Noch heute erinnert der Name der Kirche auf Tami an Karl Tremel und die Ankunft der Missionare 1889. Wegen Überschwemmungsgefahr bauten Tremel und Bammler ein Jahr später ein neues Stationsgebäude auf eine Anhöhe. Der Weg dorthin ist mit Korallensteinen begrenzt. Kleine Gärten waren links und rechts angelegt. Auf der Anhöhe befindet sich heute ein Gedenkstein, auf dem die Namen der beiden Missionare verewigt sind. Allerdings sind beim Namen Bammler die Buchstaben L und R vertauscht. Auf Tami hat Bammler diese Geistermasken fotografiert. Sie verkörpern Geister der Ahnen. Bei Festen trugen die Tänzer zu ihren Masken Kleider aus Blättern. Schon nach 5 Jahren verlor Bammler seinen Kollegen Karl Tremel. Schwer erkrankt reiste dieser 1894 nach Australien, wo er 6 Jahre später verstarb. Zur Verstärkung kam Adam Ho auf die Insel Tami. Ho steht hier links unter den Schulkindern auf der Insel Tami, Bammler ist rechts im Bild. Beide Missionare tragen einen typischen Tropenhelm zum Schutz vor der Sonne. 1899 verließ Bammler die Insel und baute die Missionsstation Deinzer Höhe auf, benannt nach dem Missionsinspektor Johann Deinzer. Die deutschen Missionare trafen sich jedes Jahr auf einer Konferenz, um sich über ihre Arbeit auszutauschen und das weitere Vorgehen zu planen. Im Jahr 1900 fand diese Konferenz vermutlich in Simbang statt. Bammler sitzt ganz links. In der Mitte der Senior Johann Flierl. Nach 16 Jahren in der Südsee trat Bammler 1903 seinen ersten Heimaturlaub an. Nahe bei Burg Haslach in Kirchrimbach wurde die neue Christuskirche eingeweiht. Die Glocke von der Mauritiuskirche in Kirchrimbach wurde darum nicht mehr benötigt. Bammler erhielt sie für seine zweite Missionsstation Deinzer Höhe. Aber wichtiger als die Glocke im Gepäck war, dass Bammler seine Frau fand und mitnehmen konnte. Die 15 Jahre jüngere Frieda Löhe aus Winsheim. Dekan Herold hat sie in Winsheim 1904 getraut. 2,5 Monate später landeten die Neuvermählten in Finschhafen. Doch in Neuguinea wurde seine Frau immer wieder krank. Darum brachte sie Bammler von der Küste weg hinauf
auf die Bergstationen Sattelberg und Vareo, während er selbst an der Küste blieb. Nach zwei schwierigen Jahren kam die Tochter Gertrud in Vareo zur Welt. Sie wurde später die Frau von Georg Vizedom aus Unterrimbach. Kurz danach wurde die junge Familie 1906 nach Loggerweng geschickt, um dort wieder eine neue Station zu gründen. Dort sollten einheimische Missionshelfer ausgebildet werden. Außerdem hoffte man, dass es Frieda Bammler in Loggerweng gesundheitlich besser geht. Loggerweng liegt etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel. Der Untergrund besteht aus hartem Korallengestein. Am letzten Tag unseres Aufenthalts in Loggerweng im Februar 2020 führten mich die Studenten Morgan und Sepi in eine Höhle am westlichen Berghang. Wir sahen riesige Muscheln, kleine Tropfsteine und Riffgestein. In kleinen Wasserbecken lebten Krebse. Aufgescheuchte Fledermäuse umschwärmten uns. Sepi nutzte die Gelegenheit, um einen Flying Fox, einen Flughund, fürs Abendessen zu fangen. Von Loggerweng hat man eine sehr schöne Aussicht über die Küste, die Tami-Inseln und das weite Meer, das stille Meer des Pazifik. Hier oben baute Bammler mit einigen Helfern Wohnhäuser, eine Schule und eine Druckerei. Bäume gab es genug. Hier sieht man Bammler mit Einheimischen im Wald bei Loggerweng. Ein kleines Sägewerk wurde errichtet, damit die Arbeit schneller voranging. Ein anderes Foto zeigt Frieda Bammler mit ihrer Tochter Gertrud und Architekt Meier. Ganz selbstverständlich durften auch die beiden Hausjungen von Bammlers mit aufs Bild, als Besuch nach Loggerweng kam. Bammler hatte alle Hände voll zu tun. Einen Eindruck von Bammlers Arbeitszimmer in Loggerweng gibt dieses Bild wieder. Man könnte meinen, viel Zeit zum Aufräumen blieb ihm nicht. Nebenbei musste er zwei Ochsen anlernen, einen Gemüsegarten bebauen und die erste Missionsdruckerei zum Laufen bringen. Denn es war sinnvoller und ging schneller, wenn man Schriften für den Unterricht vor Ort drucken konnte, statt lange zu warten, bis eine Lieferung aus Deutschland kam. Die ersten fünf Schüler wurden 1907 von der Deinzer Höhe geschickt, doch sie hatten Heimweh und verließen die Station nach wenigen Monaten. 1909 begann Bammler mit sieben Schülern einen zweiten Kurs, doch es kamen keine weiteren Schüler nach. Der Anfang in Loggerweng gestaltete sich schwierig. Zur Hauptkonferenz 1910 traf Bammler mit 17 anderen Missionaren zusammen. Auf dem Gruppenfoto sitzt er vorn als zweiter von links. In Jabim, unterhalb von Loggerweng, hat Bammler dieses Festessen fotografiert. Jede Familie bringt einen Teil der Früchte aus dem Garten mit und dann wird für alle groß gekocht. Als ich mit meiner Frau 2020 in Loggerweng war, wurde zu unseren Ehren auch ein großes Festessen zubereitet. Sogar ein Schwein wurde gekauft und geschlachtet. Manches ist also noch so, wie es schon Bammler vor über 100 Jahren auf diesem Teil der Erde erlebt hat. Hier unter den Missionarskindern kann man Gertrud Bammler sehr gut erkennen mit ihren dunklen Haaren.
Bamler, der neben Jabim auch Tami sprach, wurde 1911 beauftragt, eine Station auf den einsamen Siyasi-Inseln zu gründen. Unter den Küstenbewohnern und Inselstämmen war Bamler damals der bekannteste Missionar. Damit war er am besten geeignet für diese Aufgabe. So baute er auf Siyasi die für ihn vierte Station nach Tami, Deinzer Höhe und Logaweng. Um sich verständigen zu können, musste Bamler eine dritte melanesische Sprache lernen, es war eine schwere Arbeit, abseits vom Festland und getrennt von den Kindern Gertraud und Walter, die ab 1922 ein Internat in Australien besuchten, das unter der Leitung ihres Onkels Paul Löhe stand. machte die ganze Familie Urlaub in Australien. Hier entstand ein Familienfoto. Die Kinder Gertrud, Walter und Hermann wurden dann mit einer Gruppe von Missionskindern und einem rheinischen Missionspaar ins Neuguinea Kinderheim nach Neundettelsau geschickt, um eine bessere Schulbildung zu erhalten. Sein langes Aushalten auf den Inseln trug langsam Früchte. Die Menschen öffneten sich für den christlichen Glauben. Hier sieht man Bamler und den australischen Missionar Teile mit einer großen Gruppe von Täuflingen. Tauffeste waren immer etwas ganz Besonderes für die Gemeinden und für die Gegend, wo sie stattfanden. Am 12. November 1928 trug Bamler Arbeitern auf, einen Baum zu fällen. Doch der Baum fiel in die falsche Richtung und erschlug Bamler, der sich gerade im Stall nebenan aufhielt. Er wurde 60 Jahre alt. Seine Frau schrieb 3 Tage später einen Brief nach Deutschland. Liebe Geschwister, die schwersten Stunden meines Lebens habe ich am Montag, den 12. November, allein durchkämpfen müssen. Der liebe Gott hat meinen lieben Georg so schnell zu sich heimgeholt. Unser Herzenswunsch war, noch einige Jahre aushalten zu können. Nach einer Weile sah ich wohl, wie Georg die Treppe heruntergeht. Er bewundert auch noch die Rosen, aber dann achtete ich nicht mehr drauf. Plötzlich tat es einen furchtbaren Schlag. Ein Baum, den Georg fällen ließ, fiel gerade auf den Kuhstall. Wie ich hinkam, da fanden wir Georg unter den Trümmern begraben. Im Kopf eine klaffende Wunde, Arm und Bein gebrochen. Mein armer, armer Mann! Um 9 Uhr passierte das Unglück und 1 Stunde später hatte ich meinen lieben Mann als Leiche vor mir. Es ist furchtbar schwer für mich, so ganz allein, ohne menschlichen Trost zu haben, das Schwerste erleben zu müssen. Kein Mensch hat eine Ahnung von all dem Unglück. Georg ruht aus von der Erden Last und Mühe, und deren hatte er viele. Und doch haben wir so schöne, glückliche Jahre miteinander verlebt. So seid nun alle herzlich gegrüßt. Gott sei mit uns. Eure trauernde Schwägerin Frieda. Ihr Mann wurde am nächsten Tag von ihr selbst und Lehrer Matthein beerdigt. Einheimische haben alles sehr schön hergerichtet, mit Matten um den Sarg. Sie haben ein Kreuz vorne weggetragen und auf die Melodie von Jesu meine Zuversicht ein Lied gesungen.
Frieda Bammler kehre nach dem Tod ihres Mannes nach Deutschland zurück. Ihre Tochter Gertrud heiratete 1931 den Missionar Georg Vizedom aus Unterrimbach in Ley in Neuguinea. Auf diesem Foto sitzt Frieda Bammler in der Mitte, links ihre Tochter Gertrud Vizedom, rechts die Enkelin Heintraut Walz. 1944 kamen ihre beiden Söhne Walter und Hermann im Krieg ums Leben. Sie selbst starb 1967 in Neundettelsau. Georg Bammler war ein bedeutender Missionar, der am Aufbau der lutherischen Kirche in Papua-Neuguinea beteiligt war. Er stammte aus Burg Haslach im Steigerwald. Und wie unsere fränkischen Missionare im Missionsland, also in unserer Gegend, lebten und starben und ihre Heimat nicht mehr wiedersahen, so war es auch bei Bammler. Sein ganzes Leben hat er in den Dienst der Mission gestellt. Dafür hat er viele Entbehrungen auf sich genommen. Er lernte im Lauf der Zeit insgesamt 3 Sprachen. Auch handwerklich war er begabt. So war er Missionar, Lehrer, Drucker, Baumeister, Krankenpfleger, Ehemann und Vater. Er hat 4 Missionsstationen gegründet, darunter die Station Logaweng. Dort werden heute einheimische Pfarrer ausgebildet. Seit 30 Jahren hat das Dekanat Kastell eine Partnerschaft mit Logaweng. Als Dekanatsmissionspfarrer bin ich seit 2018 für diese Partnerschaft mit zuständig. Wir wissen uns im Glauben an Jesus Christus verbunden, schreiben uns gegenseitig, schicken Fotos, beten füreinander. Das Dekanat Kastell überweist jedes Jahr Geld, damit die Studenten und einheimischen Lehrer ihre Kinder in die Schule schicken können und damit in Notzeiten auch Nahrung dazugekauft werden kann, wenn die Gärten dort keine Erträge abwerfen. Heute ist die lutherische Kirche in Papua-Neuguinea eine eigene Kirche mit über 1 Million Mitgliedern. Sie schaut 2021 auf eine Geschichte von 130 Jahren zurück. Mit den Anfängen dieser Kirche ist auch der Name Georg Bammler eng verbunden. Die Geschichte der christlichen Mission in Papua-Neuguinea ist ein Ruhmesblatt für die Kirche und für die Neuendittelsauer Mission. Unter großen Opfern haben Missionare das Evangelium dorthin gebracht, wo es bisher unbekannt war. Und es wurde gläubig aufgenommen, Gemeinden entstanden und eine starke Kirche von über 1 Million Christen ist heute die lutherische Kirche in Papua-Neuguinea. Die Kinder in der Grundschule von Logaweng haben mit uns ein Lied gesungen, Long Mare Mare Bilong Gott. Übersetzt heißt es, durch die Gnade Gottes ist Jesus gekommen. Er hat uns unter dem Kreuz vereint. Ich habe dich nicht gekannt, du hast mich nicht gekannt. Doch jetzt sind wir durch Jesus vereint zu einer Familie von Gott. Wenn wir über die Mission nachdenken, dann kann uns das bewusst werden. Wir gehören als Christen weltweit zusammen.